Am 14. Oktober 2023 verstarb der deutsche Schlagersänger und Entertainer Willy Girmes im Alter von 68 Jahren. Girmes war vor allem für seinen Piratentanz bekannt, der 2010 zu seinem größten bundesweiten Erfolg wurde. Der gelernte Koch etablierte sich ab 2001 in der Partyszene auf Mallorca und trat regelmäßig in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der Schweiz auf. Seine musikalische Karriere begann 1980 mit der Gründung seiner ersten Band, der Piger Tiger Band, die ihm erste Erfolge am Niederrhein einbrachte. Künstler wie Pur, Klaus Lage und Brings nahmen ihn als Vorprogramm mit auf Tour. Seit 1990 war er auch als Entertainer aktiv, wobei sein Markenzeichen, ein Leopardenmantel, stets für gute Laune sorgte. Neben seinen Partyhits widmete sich Girmes auch in der niederrheinischen Heimat mit Balladen und Chansons wie Bei uns am Niederrhein und Niederrheiner, die sind feiner. Sein Lied Männer aufwachen Party schaffte es 2004 auf Platz 1 der One Life O-Ton Charts. Am 15. Oktober verstarb der MMA-Kämpfer Guilherme Vasconcelos im Alter von nur 38 Jahren. Der plötzliche Tod von ihm hat viele, darunter auch seine Ex-Partnerin Demi Lovato, schockiert. Der Brasilianer, der eine kurze, aber enge Beziehung mit der Sängerin hatte, verstarb unerwartet, wie sein Onkel auf Facebook bekannt gab. Er und Lovato waren von Januar bis Mai 2017 ein Paar, nachdem sich die beiden in einem Fitnessstudio in West Hollywood kennengelernt hatten. Die Sängerin, die zuvor eine lange Beziehung mit dem Schauspieler Wilma Valderrama führte, sprach in der Vergangenheit offen über ihre Zuneigung zu ihm und beschrieb ihn als einen wirklich süßen Menschen. Trotz ihrer Trennung blieben die beiden offenbar in gutem Einvernehmen. Über die genaue Todesursache von ihm ist bislang nichts bekannt. Er hinterlässt eine einjährige Tochter Naomi aus seiner Beziehung mit dem Model Kayla Lauren. Seine Familie trauert zutiefst über seinen unerwarteten Tod, während Demi Lovato bisher noch keine öffentliche Stellungnahme abgegeben hat. Am 16. Oktober verstarb der britische Sänger Liam Payne im Alter von nur 31 Jahren durch ein tragisches Unglück. Laut Berichten des britischen Guardian fiel das frühere Mitglied der Erfolgsband One Direction aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires und erlag seinen schweren Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag und trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte war eine Wiederbelebung nicht mehr möglich. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Liam Payne wurde durch die Teilnahme an der Castingshow X-Factor bekannt, in der er 2010 gemeinsam mit Harry Styles und den anderen Mitgliedern die Boyband One Direction gründete. Die Band erzielte weltweit riesige Erfolge und verkaufte über 70 Millionen Alben mit Hits wie What Makes You Beautiful und Steal My Girl. Nach der Auszeit der Gruppe im Jahr 2016 verfolgte Payne eine Solokarriere. Er hinterlässt einen Sohn, Bear Grey Payne, aus seiner Beziehung mit Cheryl Cole. Abonniere am besten jetzt den Kanal, um künftig keine Promi-Abschiede mehr zu verpassen. Am 17. Oktober verstarb der deutsche Journalist und Fernsehmoderator Michael K. im Alter von 71 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. In den 1990er und 2000er Jahren war der gebürtige Saarländer eines der prägenden Gesichter von RTL Aktuell und dem RTL Nachtjournal. K. war von Anfang an Teil des Teams von RTL, als der Sender 1984 unter dem Namen RTL Plus in Luxemburg startete. Zu dieser Zeit arbeitete er als Zeitungsvolontär bei der Saarbrücker Zeitung, einem der Unterstützer von RTL, und begann seine Moderationskarriere bei RTL Regional 7. Später war er sowohl als Redakteur als auch Moderator im Frühstücksfernsehen des Senders aktiv. Nachdem RTL seinen Standort von Luxemburg nach Köln verlegte, blieb K. dem Sender treu und wechselte 1990 in die Auslandsabteilung, wo er als Korrespondent aus Rom berichtete. Außerdem vertrat er regelmäßig Peter Klöppel und Hans Meiser bei RTL Aktuell und übernahm von 1999 bis 2003 als Vertreter von Heiner Bremer die Moderatorin des RTL Nachtjournal. Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur für Nachrichten und Politik bei RTL, würdigte K. Michael K. hat rund 20 Jahre lang die RTL-Nachrichten als Redakteur und Moderator geprägt. Am 17. Oktober verstarb die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Mitzi Gaynor im Alter von 93 Jahren. Gaynor entstammte einer Künstlerfamilie. Ihr Vater war ein Cellist ungarischer Herkunft, ihre Mutter eine Tänzerin. Schon als Kind wurde sie zur Ballerina ausgebildet und besuchte die High School in Hollywood, wo sie mit späteren Stars wie Stuart Whitman zur Schule ging. Ihre Karriere begann sie als Chortänzerin, bevor sie 1949 ihr Filmdebüt gab. In den 1950er Jahren stieg Gaynor zu einem Star des Hollywood-Musikfilms auf. Sie spielte in zahlreichen Musicals, darunter Rhythmus im Blut von 1954 mit Marilyn Monroe und
Die Girls 1957 an der Seite von Gene Kelly. Ihre bekannteste Rolle hatte sie 1958 als Navy-Krankenschwester Nellie Forbush in der Verfilmung des Musicals South Pacific, wofür sie eine Golden Globe-Nominierung erhielt. Mit dem Niedergang des klassischen Hollywood-Musicals endete auch ihre Filmkarriere, doch sie blieb dem Showbusiness aktiv. In den 1960er Jahren wurde sie zu einer festen Größe in Las Vegas und hatte auch zahlreiche Auftritte im Fernsehen, darunter mehrere erfolgreiche TV-Specials. 2008 wurde sie für ihr letztes Special Mitzi Gaynor Razzle Dazzle – The Special Years mit einem Emmy ausgezeichnet. Um den 18. Oktober verstarb die deutsche Volksschauspielerin Elisabeth Karg im Alter von 88 Jahren. Die Münchner Schauspielerin, die in einem Seniorenheim in Vaterstetten lebte, wurde besonders durch ihre Rolle als Schwester von Meister Eder in 4 Folgen der beliebten Serie Pumuckl bekannt. Sie erfreute sich bis zuletzt über Fanpost, die sie regelmäßig erhielt, da der Pumuckl für sie eine wichtige Rolle war. Elisabeth Karg wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen mit, darunter auch in Peter und Paul, an der Seite von Helmut Fischer und Hans Clarin, an die sie sich besonders gerne erinnerte. In den letzten Jahren lebte sie in freiwilliger Zurückgezogenheit im Seniorenheim und erzählte dem Personal nichts von ihrer erfolgreichen Schauspielerkarriere, die rund 20 Filme und ebenso viele Serienauftritte umfasste. Zu ihren bekanntesten Werken zählten Auftritte in Münchner Geschichten, Der Alte, Tatort und Forsthaus Falkenau. Jetzt wollen wir auf Prominente zurückblicken, die bereits im Oktober 2023 gestorben sind. Am 30. Oktober 2023 verstarb der deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderator Hans-Joachim Meiser im Alter von 77 Jahren an Herzversagen. Meiser galt als eine prägende Figur des deutschen Privatfernsehens und wurde insbesondere durch seine Talkshow Hans Meiser in den 1990er Jahren bekannt. Die nach ihm bekannte Talkshow, die von 1992 bis 2001 auf RTL ausgestrahlt wurde, erreichte bis zu 40% Marktanteil und war eine der ersten ihrer Art in Deutschland. In 1700 Folgen sprach er mit seinen Gästen, meist nicht Prominenten, über Alltagsprobleme und besondere Lebensgeschichten. Meiser moderierte zudem die Reality-Show Notruf, in der echte Notfälle nachgespielt wurden und ebenfalls bei einem breiten Publikum Anklang fanden. Er begann seine Karriere als Rundfunk- und Nachrichtenredakteur, bevor er 1984 zum Privatfernsehen wechselte. Für sein Wirken erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Goldene Kamera, den Bambi und den Publikumslöwen von RTL. Am 31. Oktober 2023 verstarb der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper im Alter von nur 79 Jahren. Wepper hatte sich schon früh in seiner Karriere mit der Schauspielerei auseinandergesetzt, beeinflusst durch seinen älteren Bruder Fritz Wepper. Elmar Wepper wurde am 16. April 1944 in Augsburg geboren und begann bereits in jungen Jahren, inspiriert durch Fritz, mit der Schauspielerei. Seine erste Filmrolle übernahm er in Eine verrückte Familie von 1957, in dem er als jüngerer Bruder von Fritz mitspielte. Elmar Wepper war im deutschen Fernsehen durch Serien wie Polizeiinspektion 1, Unsere schönsten Jahre und Zwei Münchner in Hamburg einem breiten Publikum bekannt. Trotz seiner Popularität blieb er bodenständig und pflegte bis ins hohe Alter eine enge Beziehung zu seinem Bruder, mit dem er oft zum Fliegenfischen ging. 2008 erreichte Wepper den Höhepunkt seiner Filmkarriere mit Kirschblüten, Hanami, für den er den Deutschen Filmpreis erhielt. In dem Film spielte er einen Rentner, der den Traum seiner verstorbenen Frau erfüllt und nach Japan reist. Du willst wissen, welche Promis uns noch verlassen haben? Dann klick jetzt auf dieses Video.